Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Stefan Landei, ihr kennt ihn alle noch vom Landei-EP-Trick, hat einen Arena-Trick für euch, den ich euch ans Herz legen möchte, den er mir jetzt gezeigt hat, mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wie bekommt ihr jede Arena auf Gold, ohne euch einmal reinzusetzen, ohne Bären zu füttern? Die ganz schlauen Köpfe unter euch wissen das bestimmt schon oder können sich schon denken, worauf es hinausläuft. Ich war erstmal perplex. Er hat mir nämlich einen Screenshot gezeigt. Da sitzt er hier in einer Arena drin. Er hat 0 Siege, 0 Verteidigung, 0 Snacks. Hat dann auch dazu geschrieben, mal wieder eine mit 0, 0, 0. Ich habe erstmal gedacht, was war da denn los? Wie hat er das denn wieder gemacht? Aber er hat die Auflösung natürlich drunter geschrieben und die Lösung ist ganz simpel. Wenn man einfach nur mal das Gehirn einschaltet, ich spiele euch mal die Memo vor. Ich finde seine Stimme nämlich immer so sau angenehm, deswegen möchte ich die mit euch teilen. Er hat nämlich geschrieben oben drüber, Raid Only. Und das ist die Lösung, hört es euch mal an. Jo, also das ist meine 6. oder 7., die ich auf die Art und Weise gemacht habe. Also wirklich nur Raids. Du darfst nicht einmal kämpfen, nicht einmal füttern, selbst wenn du nicht drin sitzt und sie wäre jetzt zufällig trotzdem gelb oder sowas. So wie du fütterst, hast du eben da unten eine Zahl stehen. Und ich habe schon mehrere versucht und habe es dann immer im Eifer des Gefechts quasi versemmelt, also irgendwann mal im Vorbeifahren schnell drin gesetzt oder so. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt mal wieder eine, die so geklappt hat, hier bei mir im Dorf, und habe ich mir auch schön Zeit gelassen und alles. Und jetzt, nachdem ich den Screenshot habe, habe ich mich natürlich reingesetzt. Ja, ja, okay. Also nur raiden, nichts anderes, nicht füttern, nicht kämpfen. Drehen kannst du, macht nichts, also drehen ist kein Problem, aber eben nicht kämpfen, nicht reinsetzen, nicht füttern. So lange bis auf Gold ist. 30 Raids. Wenn, manchmal waren ja diese Kampf-Events, wo den Raids doppelt gezählt haben, dann geht es natürlich schneller, aber das machen sie ja dieses Jahr wahrscheinlich bewusst nicht wegen der Corona und so. Gut, mein Lieber, ja, sagst du, also die Insider kennen das lange, ja, diesen Trick in Anführungsstrichen. Aber wenn es für dich neu war und du deinen Zuschauern was erzählen willst, dann berichte vom alten Landei, dem Haudegen, ja, wie der das immer macht. Liebe Grüße, Bussi. Das Bussi am Ende ist auch ganz typisch für ihn, immer dieses Bussi. Finde ich richtig genial, ich feiere den Typ einfach nur. Von dem habt ihr bestimmt auch schon was gehört, der hat ja damals auch diesen Account auf Level 40 hochgezogen. Ohne Arena, ohne Team, ohne Raids, ohne alles, den wir dann damals auch verlost haben. Also Grüße gehen raus auf jeden Fall an Stefan Landei. Und ich bin leider kein Insider, das heißt, das war für mich wirklich neu. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine Arena auf Gold gemacht hat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die meisten gehen einfach hin, hauen alle raus, setzen sich rein. Und das war's dann. Wie macht ihr das aber? Wie macht ihr eure Arenen auf Gold? Füttert ihr mehr? Versucht ihr euch einfach reinzusetzen? Sucht ihr euch abgelegene Arenen? Setzt euch rein und denkt, gut, ich brauche nicht füttern. Da sitze ich eh 200 Jahre, da brauche ich, da muss ich zusehen, dass ich überhaupt wieder rauskomme. Oder sagt ihr, ihr kämpft euch rein und füttert wirklich alle halbe Stunde mit Wecker Bären, 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 dass ihr dann 5000 Bären gefüttert habt. Oder macht ihr das auch nur durch Raids? Habt ihr auch schon so eine Arena mit 0, 0, 0? Wenn ja, schickt mir mal den Screenshot, zeigt mir das mal. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache, wie ich finde. Man kann sich ja immer neue Ziele stecken bei Pokémon Go, immer neue Herausforderungen. Man kann sich auch unnötig schwerer machen, als es eigentlich ist. Denn wenn ihr alle Aktionen durchführt, ist sie natürlich schneller dann auf Gold. Rein vom Sitzen braucht ihr, glaube ich, 14 bis 20 Tage. Nur vom Raiden, wenn ihr jeden Tag einen macht, braucht ihr 30 Tage. Wenn ihr mehrere Sachen kombiniert, braucht ihr vielleicht auch nur 2 Wochen, also statt einen ganzen Monat. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ist jetzt in dem Sinne vielleicht nicht wirklich ein Trick, deswegen schreibe ich auch nicht Trick in den Titel, aber trotzdem, so bekommt ihr jede Arena auf Gold. Ohne zu füttern, ohne euch reinzusetzen. Das ist die Wahrheit, ne? Fand ich ganz interessant, fand ich ganz lustig. Wollte den Stefan auch nochmal hier rausholen als Joker. Euch nochmal eine Memo von ihm zeigen, seine Stimme und vor allem Bussi. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Schreibt's halt mal rein, wie ihr das so handhabt und wie ihr das findet. Ob ihr das auch schon mal so gemacht habt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.
Ihr hasst mich bestimmt jetzt gleich dafür, dass ich sage, dass das ein Trick ist, aber ich sag ja nicht, dass das ein Trick ist. Er sagt, das ist ein Trick, ich sag, das ist ein Trick. Okay, irgendjemand hat gesagt, das ist ein Trick, das wäre lustig, wenn wir das als Trick verkaufen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich muss mal, oh, das sieht man, den Strandkorbmalerei, genau. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Dann ist es nur noch Wieso. Ah ja, alles wird gut. Setz dich hin.